Wenn Sie mit der Aufnahme einverstanden sind, antworten Sie bitte mit einem Ja. Nee, lieber nicht. Nicht aufnehmen. Also ja. Doch, was machen Sie das? Ja, ich lese Ihnen das jetzt vor. Ist ja für Ihre Sicherheit, ne? Mittlerweile täglich hat er mit solchen Vertragsfallen zu tun. Boris Wieter von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat viele Telefonmitschnitte gesammelt. In ihnen wird das Vorgehen der Anrufer deutlich. Sie hat der Aufzeichnung von Anfang an widersprochen und sie ist quasi überredet worden, dass aufgezeichnet werden darf. Sie hat sogar zweimal gesagt, sie möchte das nicht. Und auch hier hat man sich drüber hinweggesetzt, so lange bis sie halt Ja gesagt hat. Die Aufzeichnung ist die Grundlage für einen mündlichen Vertragsabschluss. Und der erfolgt jetzt. Unverständlich und in rasender Geschwindigkeit. So, Sie bekommen zwei Karten von Klar Mobil zum Telefonieren. Zwar mit den Handys Spartarif, Sparpaket 100. Telefonieren Sie ab monatlich 9,95 Euro pro Karte und Sie erhalten jeweils 103 Minuten, 103 SMS und zusätzlich 200 MB Datenvolumen. Für den bestimmten Wunsch, Klar Mobil zu nutzen mit einem Jahr vor. Ja. Super, ich erteile. Ja. Achso, mache ich langsamer. Gut. Ich erteile jetzt den Auftrag und Sie erhalten in den nächsten Tagen das Begrüßungsschreiben, PIN und PUC per E-Mail sowie Ihre beiden Karten von Klar Mobil per Post. Ja, das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie externe Vertriebskanäle, davon müssen wir jetzt in diesem Falle ausgehen, versuchen, Verbraucher und Verbraucherinnen zur Unzeit anzurufen, zu überrumpeln und zu einem Vertragsschluss zu bewegen. Und genau das ist hier passiert. Es werden Vertragsdaten runtergerattert. Die Verbraucherin konnte in diesem Fall das gar nicht alles aufnehmen, das gar nicht begreifen, worum es überhaupt geht. Im Hintergrund waren noch zwei schreiende Kinder und dementsprechend ist sie in eine Vertragsfalle gelockt worden. In diesem Fall konnte der Verbraucherschützer den Vertrag stornieren. Der Mitschnitt enthielt belastendes Material wegen arglistiger Täuschung. Also der goldene Ratschlag ist hier einfach auflegen und zwar schnellstmöglich auflegen, sich gar nicht in ein Gespräch verwickeln lassen, denn nur der sich in ein Gespräch verwickeln lässt, kann ja auch hier einen Vertrag abschließen. Es geht noch dreister. Immer häufiger wird Verbrauchern am Telefon gedroht. Per Bandansage wird ihnen weisgemacht, sie hätten einen mündlichen Vertrag abgeschlossen und müssten nun dafür zahlen. Wenn Sie den Hörer vorzeitig vom Ohr nehmen oder zwischendrin auflegen, dann rufe ich Sie wieder und wieder und immer wieder an. Und zwar so lange, bis Sie mir wenigstens einmal vollständig zugehört haben. Klar, wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um uns das Geld bei Ihnen zu holen. In diesen Fällen geht es sogar um die Straftatbestände der Bedrohung und des Betruges. Die Verbraucherschützer sind sich sicher, seriöse Anbieter würden so nicht handeln. Darüber hinaus fordern die Verbraucherzentralen eine Gesetzesänderung, um Vertragsfallen generell zu vermeiden. Die sogenannte Bestätigungslösung. Das bedeutet, dass ein Vertrag erst dann zustande kommt, wenn der Verbraucher ihn nach dem Telefonat noch einmal schriftlich bestätigt.